Demokratie lebt von der Vielfalt, von der Vertretung aller, nicht nur einzelner Interessen. Nur der Dreierlandtag hat bisher eine solche gesamthafte Form der demokratischen Interessensvertretung in der Europaregion gewährleistet. Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieser einzigartigen Institution wird daher auch in den kommenden Jahren ein wichtiges demokratisches Anliegen bleiben. Die Parlamente dreier Teile einer historischen, im europäischen Geist wiederbelebten Region. Es hieß also aus dem Zweierlandtag, der schon 1970 Bestand gefeiert hat, hat man dann gesprächshalber gesagt, es wäre doch gut, dass viele Anliegen der Länder gemeinsam parlamentarisch geregelt werden sollten. Südtirol, Bundesland Tirol, Trentino, aber auch Vorarlberg, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Aufhänger, um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit besser auszubauen bzw. dieses Treffen zu ermöglichen, dass es das Accordino ein Aufhänger wäre. Und dieser Beschlussantrag ist dann einstimmig durchgegangen. Und das war dann der Auftrag an mich, weil ich damals Landtagspräsidentin war, diesen Viererlandtag auszurichten. Meran, 21. Mai 1991. Tirol, Südtirol, Trentino und Vorarlberg kommen zum ersten Viererlandtag in der alten Hauptstadt Tirols zusammen. Zwei Jahre später tritt Vorarlberg nach eigenem Wunsch wieder aus. Auch den Kontakt zu dem Dreierlandtag dann wollte man nicht verlieren. Und dann war halt der Beobachtungsstatus meiner Meinung nach fast die einzige Möglichkeit, wieder mitzumachen dort. Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung stehen zwei Punkte. Schwerpunkt ist eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Regionen, eine Reform des Accordinos über das Wirtschaftliche hinaus hin zur sozialen, kulturellen und politischen Zusammenarbeit der historisch so verbundenen Länder. Alcune lingue, tedesco, latino, eccetera, italiano, è importante perché ci si conosce. La conoscenza aiuta a capirsi, capendosi si riesce a migliorare i rapporti economici, sociali e culturali e si riesce ad amalgamare sempre di più questa regione. Noi abbiamo sempre pensato che le regioni potevano essere il volano dell'Europa, ma gli ostacoli maggiori sono la lingua. Per esempio, i trentini hanno sempre avuto difficoltà a imparare il tedesco, soprattutto, sai, pur essendo qui, anche se tu devi pensare che fino all'inizio del secolo scorso anche i trentini erano nell'impero austro-ungarico. Ja, für mich war es insofern spannend, weil ich ja sehr im Hintergrund auch ein bisschen in der Diskussion beteiligt war, wie tun wir weiter mit dem Zweierlandtag, weil natürlich auch sowohl Rom und vor allem Rom als auch Wien dieses Ding nicht ganz kritiklos betrachtet haben. Klar, das ist etwas, wo sich zwei legislative Kammern über die Grenzen hinweg treffen, also quasi Außenpolitik machen, was ein Monopol des Nationalstaats ist. Der Dreierlandtag ist der Beginn der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino. 1998 beschließt er eine Vereinbarung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen einer Europaregion. Wenn über Grenzen hinweg, wo auch noch zwei unterschiedliche Sprachen drin beteiligt sind, Zusammenarbeit entsteht, dann ist der europäische Gedanke eigentlich am Leben und wird realisiert. Und insofern halte ich das für eine extrem wichtige Geschichte.
Erhalt und Entwicklung der Landwirtschaft verbunden mit Beschäftigung und Arbeitsmarkt steht 1996 das erste Mal auf der Tagesordnung des Dreier Landtags. In den weiteren Jahren folgen Beschlüsse für eine bessere Lebensqualität in den Berggebieten, die Stärkung der Nahversorgung im ländlichen Raum, landwirtschaftliches Forschen und Weiterbilden und Förderung von regionalen Produkten. Ich glaube, was es hilft zu schwächen, sind die gegenseitigen Vorurteile. Die Italiener, die Südtiroler, die Nordtiroler. Das weicht sich dadurch ein bisschen auf und wird realistischer. Und immer dann, wenn die handelnden Personen sich öfters treffen, miteinander umgehen, spricht man auch später dann anders übereinander. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied auch für die Bevölkerung. Im Jahr 2000 wird der grenzüberschreitende Katastrophenschutz beschlossen. Ein Kompetenzzentrum Alpine Sicherheit wird gebildet. Die Zusammenarbeit zwischen der Leitstelle Tirol und Landesnotrufzentralen von Südtirol und Trentino wird laufend verbessert und verstärkt. Ein Euregio-Wetterradar-Verbund ist im Entstehen. Ja, für unsere Einsatzorganisationen und Behörden ist es immer selbstverständlich, dass sie sofort dort anpacken, wo Not am Mann und an der Frau ist. Und es ist unsere Aufgabe in der Politik, hier die Voraussetzungen zu schaffen, dass dies auch unkompliziert und in einem rechtssicheren Rahmen stattfinden kann. Gespräche in der Vergangenheit haben oft gezeigt, dass man diesen Ansprüchen nicht immer gerecht geworden ist. Deswegen haben wir in Tirol 2019 bei einer Veranstaltung Vertreterinnen und Vertreter von Wissenschaft, Verwaltung, Einsatzorganisationen, aber auch Gesetzgebung an einen Tisch geholt. Wir haben den Ist-Zustand bewertet, es wurden aber auch Handlungsempfehlungen für die Zukunft erarbeitet und genau diese Handlungsempfehlungen mündeten in einen Leitantrag, der 2019 in Meran einstimmig beschlossen wurde. Der Dreierlandtag hat seit der Gründung vor 30 Jahren 234 Anträge beschlossen. Bei über zwei Drittel erfolgt eine einstimmige Annahme, 92% davon wurden auch umgesetzt. 2002, bei der Sitzung in Riva del Garda, wird der Landtag unterbrochen. Man darf nicht innehalten, denn das Gespräch ist das Notwendigste, was da zu führen ist. Also mein Wunsch ist, dass doch, also auch die Jugend den Willen hat, zunehmend zusammenzuarbeiten und das Bewusstsein zu haben, dass wir ein Tirol sind. Cooperare, solidarizzare, star tutti assieme, aiutarsi, aiutare il ricco deve aiutare il povero deve aiutare chi sta magari peggio o meglio di lui. Das ist uns gemeinsam das gleich große Anliegen ist, wie auch mir, den Dreierlandtag stetig weiterzuentwickeln und in eine gute Zukunft zu führen. Der Dreierlandtag als Keimzelle eines Europas der Gemeinschaften, des Parlamentarismus und der grenzüberwindenden Zusammenarbeit.